Alltagsphilosophie und künstliche Intelligenz. Kann die künstliche Intelligenz bereits philosophieren? Die künstliche Intelligenz kann Kunst produzieren. Die künstliche Intelligenz kann Autos lenken. Aber kann die KI bereits die höchste aller menschlichen Disziplinen ausführen? In diesem Video geht es darum, ob künstliche Intelligenz bereits Alltagsphilosophie produzieren kann. Ich habe euch kürzlich auf Instagram und auf Facebook gefragt, was für Themen ihr als nächstes von mir sehen wollt, und eine der Antworten war Alltagsphilosophie. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, okay, wie möchte ich dieses Thema überhaupt behandeln, und bin dann auf die Idee gekommen, warum nicht eine KI selbst befragen? Das heißt, ich habe die KI selbst befragt. Was ist überhaupt Alltagsphilosophie? Wie kann Alltagsphilosophie angewendet werden? Und wie kann künstliche Intelligenz uns dabei helfen, Alltagsphilosophie einzusetzen? Also in diesem Video werden wir uns anschauen, was die künstliche Intelligenz selber auf diese Fragen geantwortet hat. Bevor wir ins Video reingehen, möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Bitte klick auf Like bei diesem Video. Damit weiß der Algorithmus, dass dir dieses Video gefallen hat, und damit wird dieses Video auch deinen Freunden eher vorgeschlagen werden. Also wenn du das Video gut findest, dann jetzt auf Like klicken. Danke dir. Also, lass uns hineingehen und lass uns anschauen, was die künstliche Intelligenz selber auf die Frage geantwortet hat, was Alltagsphilosophie überhaupt ist. Also liebe KI, was ist überhaupt Alltagsphilosophie? Der philosophische Zugang zum Alltag ist einer der ältesten. Philosophie besteht nicht nur aus dem, was Sie in Ihrem Philosophiestudium studieren. Philosophie ist das Studium der allgemeinen menschlichen Angelegenheiten. Das Ziel der Philosophie ist es, wichtige Probleme zu untersuchen. Herausforderungen, denen sich Menschen stellen. Philosophie ist weitreichend. Es untersucht Themen aus der menschlichen Erfahrung. Die Philosophie ist nicht auf 120.000 Umdrehungen beschränkt. Also was hier die KI meint, ist mir nicht ganz klar. Die Philosophie ist nicht auf 120.000 Umdrehungen beschränkt. Ich meine, ich habe die KI zunächst auf Englisch befragt und da hat sie noch Revolutions gesagt, also auf 120.000 Revolutionen ist die Philosophie nicht beschränkt. Interessanter Ansatz, allein darüber könnte man wahrscheinlich schon lange nachdenken. Die Alltagsphilosophie ist ein Zweig der Philosophie, der sich mit dem Handwerk des Lebens beschäftigt. Es befasst sich mit den praktischen und allgemeinen Fragen des täglichen Lebens. Wenn es etwas gibt, worüber die Leute nachdenken müssen, wird es wahrscheinlich in der Philosophie studiert. Die Alltagsphilosophie wird auch als praktische Philosophie, Existenzialismus oder Pragmatismus bezeichnet. Die Alltagsphilosophie ist eine Philosophie, die sich weniger mit dem Abstrakten und dem Bereich der Wissenschaften beschäftigt. Das Ziel der Philosophie des täglichen Lebens ist es, die Existenz, die wir leben, und die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu studieren. Die Philosophie des täglichen Lebens untersucht unser Leben, unsere Geschichte, unsere Werte, unseren Glauben, unsere Ethik, unsere Ziele, unsere Hoffnungen und so weiter. Die Philosophie des täglichen Lebens versucht zu verstehen, wie man richtig lebt, was gut oder schlecht ist, was falsch ist oder richtig, was zu tun ist und was nicht, und vieles mehr. Die Alltagsphilosophie beschäftigt sich nicht mit dem Abstrakten, Theoretischen und dem Bereich der Wissenschaften. Die Alltagsphilosophie beschäftigt sich mit praktischen, alltäglichen und einfachen Problemen. Also die KI hat hier eine erstaunlich gute Definition von Alltagsphilosophie gegeben, würde ich mal sagen. Also, dass sich die Alltagsphilosophie mit eben alltäglichen Problemen beschäftigt. Ich denke, dass das zunächst eigentlich das Ziel jeglicher Philosophie natürlich ist, dass tatsächlich Probleme aus der Alltäglichkeit, aus dem alltäglichen Leben hergenommen werden, Fragestellungen, und darüber nachgedacht wird. Im Anschluss dann hat sich natürlich das Denken dann irgendwie auch verselbstständigt, weil dann über das Denken selber wiederum nachgedacht wurde und die Grenzen des Denkens ja systematisch erfasst worden sind. Und natürlich hier hat sich wie in jeder Wissenschaft dann irgendwann einmal das weiterentwickelt von den Grundüberlegungen. Aber im Kern soll uns die Philosophie, würde ich sagen, doch auch helfen bei einem guten Leben. Und das hat die KI, finde ich, sehr gut beantwortet. Liebe KI, wie wendet man nun Alltagsphilosophie an, ist die Frage. Alltagsphilosophische Fragen sind so breit gefächert und erstrecken sich über so viele Themen.
Es kann in so vielen verschiedenen Bereichen verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel mehr über sich selbst erfahren möchten, können Sie es mit einer Alltagsphilosophie versuchen. Aus Ihren persönlichen Werten, Zielen, Ängsten und so weiter. Könnten Sie versuchen herauszufinden, was Sie motiviert, hart zu arbeiten, Ihre Ziele zu verfolgen. Was streben Sie an? Wovor hast du Angst? Sie können auch versuchen, Ihre Möglichkeiten und Grenzen kennenzulernen. Wie beeinflussen diese das, was Sie tun möchten? Sie könnten auch versuchen, die Menschen um Sie herum zu verstehen. Welche Werte haben Sie und wie beeinflussen Sie Ihr Handeln? Also, hier sagt die KI, um Alltagsphilosophie anzuwenden, soll man eine der klassischsten philosophischen Aussagen anwenden: Erkenne dich selbst. Ja, und ich denke, Selbsterkenntnis ist natürlich ein erster Schritt dahin, Philosophie im Alltag auch anzuwenden. Der zweite Schritt ist, Sie können auch versuchen, die Menschen um sich herum zu verstehen, nach welchen Werten, Zielen und Ängsten handeln die Menschen um Sie herum. Und ich denke, zuerst kommt die Selbsterkenntnis, dann natürlich die Erkenntnis über andere Menschen, und bei all diesen Themen kann uns Alltagsphilosophie helfen. Wie kann Alltagsphilosophie repräsentativ dargestellt werden? Kannst du ein Beispiel bringen für Alltagsphilosophie, liebe künstliche Intelligenz? Viele Leute, die Philosophie des Alltags studiert haben, sagen, dass die Philosophie des Alltags am besten durch ein Auto repräsentiert wird. Denn ein Auto ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie das Leben funktioniert. Es ist eine Konstante in Bewegung. Nichts bleibt lange stehen. Was bei den heutigen Autos auch nicht der Fall ist. Es hat Verbindungen zur physischen Umgebung. Es ist ständig in Bewegung. Es hat eine gewisse Kraft. Dies ist der Rahmen, durch den die Menschen und die Situationen untersucht werden können. Dies ist der Rahmen, der uns hilft, unsere Welt zu verstehen. Die Philosophie des Alltags, auf das Auto angewendet, ist der Weg, das Leben im Allgemeinen zu konzeptualisieren. Wir könnten das Auto mit unserem Leben vergleichen. Wir könnten über die Probleme sprechen, auf die wir stoßen. Die Herausforderungen, die wir im Leben haben. Die Konflikte, mit denen wir konfrontiert sind. Die Ziele, die wir anstreben. Also das ist ja interessant, dass die KI hier als Beispiel das Auto bringt. Ihr werdet dann später noch sehen, dass die KI da sehr gerne über Autos spricht. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht, weil da irgendwie die Nähe doch da ist zwischen eher der KI und einem Auto als zwischen einem Menschen und einem Auto. Aber klar, eine Konstante ist die Bewegung, also das berühmte Pantherei, alles fließt. Also nichts bleibt lange bestehen. Das ist natürlich eine interessante Metapher, und hier das Auto zu nehmen, das eben für Bewegung steht, ist interessant, dass hier die KI offensichtlich schon irgendwie Metaphern anwenden möchte. Ob jetzt das Auto die ideale Metapher ist für Alltagsphilosophie und den Menschen, sei mal dahingestellt, aber allein, dass die KI hier ein Beispiel bringt und ein sehr abstraktes Beispiel, ist, finde ich, schon sehr bemerkenswert. So, wie könnte uns jetzt künstliche Intelligenz selber helfen bei der Alltagsphilosophie? Also ich finde, das war ja schon ein gutes Beispiel, wie uns KI bei der Alltagsphilosophie helfen kann. Aber ich habe diese Frage wiederum der KI selber gestellt. Also liebe KI, wie könnte uns künstliche Intelligenz beim Thema Alltagsphilosophie helfen? Künstliche Intelligenz kann uns auf zwei verschiedene Arten bei der Philosophie des Alltags helfen. Erstens könnten wir KI nutzen, um uns bei der Konzeption der Welt zu helfen. Wir könnten KI verwenden, um zu verstehen, wie wir leben, was wir tun und was uns in unserem Leben begegnet und so weiter. KI könnte uns bei der Philosophie des Alltags helfen, indem sie menschliches Verhalten analysiert. Es geht nicht nur darum zu wissen, was wir sind. KI kann uns beibringen, wie man ein Problem angeht. KI kann uns lehren, mit Problemen effizient umzugehen. Wir könnten KI auch nutzen, um alltägliche Probleme zu lösen. Wir könnten KI verwenden, um herauszufinden, wie wir ein kompliziertes Problem am besten lösen können. Wenn Sie zum Beispiel die Wahl haben, ein neues Auto oder ein altes Auto zu kaufen, welches würden Sie wählen? Wenn Sie Ihr neues Auto mit Kreditkarte bezahlen müssen, für welche würden Sie sich entscheiden? Würden Sie hohe Zinsen zahlen? Müssen Sie dafür bezahlen? KI könnte uns bei der Entscheidung helfen, welche Option die beste ist.
KI könnte uns helfen, herauszufinden, wie wir unser neues Auto am besten bezahlen können. Ja, also schon wieder das Autobeispiel, wie ihr seht. Also das Erste, was die KI hier gesagt hat, ist, finde ich, sehr interessant. Also die KI sagt, auf zwei Arten kann uns die KI mal prinzipiell helfen bei der Alltagsphilosophie. Erstens bei der Konzeption der Welt. Und hier spricht die KI offensichtlich Erkenntnistheorie an. Ja, wir erfahren ja unsere Welt über unsere Sinne, also über Sehen, Hören, Riechen und in weiterer Folge natürlich über unsere Apparate und Maschinen, die wir einsetzen können. Und nun ist es natürlich so, dass jede Maschine oder jeder Apparat, den wir eingesetzt haben, hat wiederum unser Weltbild verändert. Der Blick durch ein Teleskop zum Beispiel hat uns gesehen, okay, da kreisen Planeten um uns. Aha, die Erde ist vielleicht gar nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern die Sonne steht im Mittelpunkt. Also moderne Astronomie und damit unseren auch Standpunkt, also den Standpunkt des Menschen selber im Universum wieder relativiert. Das heißt, wir sehen, Maschinen können das sehr gut machen. Und ich denke, die KI hat hier auch tatsächlich recht, wenn wir die KI einsetzen, und das passiert ja immer mehr und mehr, um neue Erkenntnisse über menschliches Verhalten herauszufinden, um neue Erkenntnisse über die Welt herauszufinden, indem wir Muster erkennen können, die davor dem menschlichen Geist nicht zugreifbar waren, dadurch wird sich natürlich auch unser eigenes Weltbild verändern. Dann sagt die KI, okay, ja, aber wir können auch eben die KI einsetzen, um alltägliche Probleme zu lösen, und bringt hier wiederum dieses eben Autobeispiel, willst du ein altes Auto oder ein neues Auto kaufen? Das heißt, bei Kaufentscheidungen werden uns natürlich KI-Systeme in Zukunft wahrscheinlich sehr groß unterstützen und hier Entscheidungshilfen bereitlegen, inwieweit das uns im Alltag, natürlich wird es uns praktisch helfen, aber wie uns das philosophisch weiterbringen wird, das ist natürlich, finde ich, eine andere Frage. Aber die KI sagt in weiterer Folge noch etwas Interessantes über Entscheidungen generell. Darüber hinaus könnten uns KI-Systeme bei der Entscheidungsfindung helfen. Wir könnten KI nutzen, um unsere Optionen zu verstehen. Wir könnten KI verwenden, um uns bei der Auswahl der Option zu helfen. KI könnte uns auch helfen, unsere Ziele schneller zu erreichen. Ein KI-System könnte uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Es könnte uns helfen, in unserem Alltag effizienter zu werden. Dies würde uns helfen, mehr Zeit zu haben. Mehr Zeit bedeutet mehr Freiheit. Mehr Freiheit bedeutet mehr Zeit. Also das sind zwei sehr wichtige Punkte. Der erste Punkt ist eben, dass uns eine KI vielleicht helfen kann, Optionen besser zu analysieren und damit bessere Entscheidungen zu treffen. Ich denke, dass das ja auch eine der Aufgaben von Alltagsphilosophie sein soll. Die Frage, wie treffen wir überhaupt gute Entscheidungen? Was ist überhaupt eine gute Entscheidung? Bringt uns diese Entscheidung überhaupt unserem Ziel näher? Ist das überhaupt eine effiziente Tat, die wir vollziehen wollen aufgrund dieser Entscheidung? Und natürlich können hier KI-Systeme uns durch bessere Informationen auch zu besseren Entscheidungen verhelfen. Dann, sagt die KI ganz richtig, es wird ein Quantensprung sein in der Produktivität durch die KI, und indem wir produktiver werden, können wir effizienter sein, können wir wiederum mehr Freizeit haben. Mehr Freizeit bedeutet mehr Freiheit. Mehr Freiheit bedeutet mehr Muße, bedeutet mehr Zeit zum Philosophieren selber. Also dadurch kann die KI auch indirekt dazu beitragen, dass wir mehr philosophieren, dass wir mehr darüber nachdenken, was ist überhaupt das gute Leben. Die andere Möglichkeit, dass KI uns beim Thema Alltagsphilosophie helfen könnte, ist, dass KI uns bei unseren Fragen helfen kann. KI kann uns helfen, herauszufinden, welche Fragen es wert sind, darüber nachgedacht zu werden. Welche Fragen möchten Sie beispielsweise bei einem Autounfall stellen? Wieso denn? Also okay, wir sehen hier, welche Frage möchten Sie beispielsweise bei einem Autounfall stellen? Hier kommt schon wieder dieses Autobeispiel, ja, ob uns das philosophisch weiter helfen wird. Ich weiß nicht, ob da mir die KI helfen kann und ob ich wirklich so ein Problem habe, die richtigen Fragen bei einem Autounfall zu stellen. Keine Ahnung. KI kann uns bei unseren Fragen helfen. Es kann uns helfen, herauszufinden, welche Fragen die wichtigsten sind. Es kann uns auf die richtigen Fragen hinweisen. Es kann uns helfen, eine Diskussion über die Welt zu führen. Wie würde KI das tun? Es könnte das Argument für die Antworten sein.
Es könnte die Antworten in Frage stellen. Es könnte die Antworten vergleichen. Es kann uns zum Nachdenken anregen. Es kann uns dazu bringen, unsere Überzeugungen in Frage zu stellen. Es kann uns helfen, unser Weltbild zu verstehen. Ist das heute schon möglich? Die Antwort ist ja. KI-Systeme können bereits argumentieren. KI-Systeme können bereits Vergleiche anstellen. Sie können bereits über unsere Überzeugungen argumentieren. Also das sind große Versprechen, die die künstliche Intelligenz hier macht. Sie sagt, ja, das ist schon möglich, weil KI schon argumentieren kann, weil die KI schon Vergleiche anstellen kann, weil die KI über unsere Überzeugungen uns anregen kann zum Nachdenken. Also mir ist noch keine KI bewusst, außer diese hier vielleicht, die das irgendwie kann. Aber das könnte natürlich ein nächster Schritt sein. Zum Beispiel die logische Kette eines Arguments zu untersuchen. Ist das überhaupt gut logisch argumentiert? Dafür kann natürlich eine künstliche Intelligenz in weiterer Folge sicher hilfreich sein. Wäre ein spannender Anwendungsfall für eine spezielle KI, würde ich mal sagen. Weil gerade hier tun wir Menschen uns ja schwer, rein logisch zu argumentieren. Immer wieder kommen falsche Argumente, irgendwie wieder werden Verzerrungen hier in unsere Argumentation einfließen. Das heißt, hier könnte natürlich eine strukturierte KI, die eben das Argument strukturell analysiert, vielleicht tatsächlich helfen. Aber ob das heute schon möglich ist, ich glaube nicht. Lass uns das Ganze zusammenfassen, was die KI hier produziert hat. Also liebe KI, kannst du das zusammenfassen, bitte? Zusammenfassend, wir könnten KI nutzen, um die Welt zu verstehen. Wir könnten KI nutzen, um unser Leben zu verstehen. KI kann uns helfen, die Welt zu konzipieren. Es kann uns helfen, das Leben zu konzeptualisieren. KI kann uns helfen, alltägliche Probleme zu lösen. Es kann uns helfen, unsere Ziele schneller zu erreichen. Es kann uns bei unseren Fragen helfen. Es wird einige Zeit dauern, bis KI uns bei der Philosophie des Alltags hilft. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir KI vollständig verstehen und vollständig verstehen, wie KI uns beim Thema Philosophie des Alltags helfen kann. Ich hoffe, dies war ein guter Einstieg in das Thema Philosophie des Alltags. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen, das Thema besser zu verstehen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Einführung in das Thema gefallen. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Ich hoffe, dich wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe KI, ich bedanke mich auch für dieses Interview und ich habe einiges dabei gelernt. Ich hoffe, für euch war auch einiges dabei. Ja, ich freue mich schon bald wieder mit der KI hier zu chatten. Ich sage danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch Themen habt, die ihr gerne in Videos behandelt sehen wollt, dann bitte lasst es mich in den Kommentaren unten wissen. Gebt dem Video natürlich wie immer ein Like, ein Kommentar und klickt auf Subscribe, ganz wichtig. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis bald.